Eine der angesagtesten Veranstaltungen der Berlinale stieg am Wochenende im Hotel Ritz-Carlton in Berlin. Bei der Party des Medienboard Berlin-Brandenburg kam alles, was Rang und Namen hat in Sachen Film in Deutschland. Kein Wunder, es geht ja auch um Filmförderung. Auf der Bühne gab es viel Applaus für Til Schweiger. Dank des großen Zuschauererfolgs zahlte Til Schweiger einen dicken Scheck über 900.000 Euro für seinen geförderten Film Honig im Kopf zurück. Der Schauspieler ist begeistert über seinen großen Erfolg. Wenn du einen Film machst wie Honig im Kopf und merkst, dass du Millionen Menschen so berührst und bewegst, dann ist das ein Traum. Traumjob Schauspieler. Viele Stars sind auch nach vielen Jahren immer noch begeistert von ihrem Beruf. Man darf halt spielen, man darf ausprobieren, man darf in Rollen schlüpfen. Du darfst halt plötzlich so tun, als ob du, was weiß ich, sage ich mal, eine gute Ärztin bist. Und dann darfst du wieder probieren, bist ein halber Psychopath oder darfst auch mal eine Mörderin spielen. Also einen guten Film zu machen, einen, den wirklich die Menschen lieben und so, das passiert selten und ist dann ein großes Glücksgefühl. Und danach sucht man halt immer wieder, ne? Nach einem Drehbuch, was einem selber viel gibt und dann hoffentlich auch den Menschen viel geben kann. Sich intensiv mit einer bestimmten Geschichte oder mit einer bestimmten Zeit zu befassen und sich da so ein bisschen reinzuleben und so mal sich anzufühlen, wie sich das angefühlt haben könnte. Bei der Medienboard-Party wurde aber nicht nur gefeiert, sondern mit Sicherheit auch schon über die nächsten Filmprojekte geplaudert.